Heute bestimmt eine künstliche Intelligenz mein komplettes FIFA 23 Karrieremodus-Team. Und ich habe echt keine Ahnung, was da am Ende rauskommen wird. Es fängt alles ganz harmlos im FIFA 23 Hauptmenü an. Dann gehe ich direkt rüber hier natürlich zum Karrieremodus, starte eine neue Karriere. Nur mit welchem Verein ist jetzt direkt die Frage? Und auch das lassen wir natürlich die KI ChatGPT bestimmen. Ich bin so gespannt, was der zusammenbastelt. Vorher natürlich noch das Servus oder so in die Runde. Lasst einen Daumen da auf dem Video, wenn es euch gefällt. Es ist mal wieder ganz was anderes. Ich habe mir aber gedacht, fürs nächste Mal dürft dann ihr mein Karrieremodus-Team bestimmen. Also schreibt eure Team- und Spielervorschläge in die Kommentare rein. Ich denke mal, ihr habt bessere Ideen als die KI jetzt gleich. Fängt er direkt an mit, es gibt keine richtige Antwort auf die Frage. Einige mögliche Faktoren, die sie berücksichtigen könnten, sind der Schwierigkeitsgrad des Vereins, bla bla bla. Ich will aber doch eine klare Antwort haben. Aber das dachte ich mir schon, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Schaut euch das an, was der mir jetzt hier für einen Text hinschreibt. Auf so eine einfache Frage. Wie bringe ich ihn jetzt dazu, dass er mir eine konkrete Antwort gibt? Ich versuche zwar mit der Frage, mit welchem Verein ich am leichtesten die Champions League gewinnen kann. Könnte. Denn das wäre natürlich super, wenn das dann in diesem Video passiert. Jetzt labert er wieder, es ist schwierig zu sagen, welcher Verein in der Lage wäre und liefert mir irgendwelche dummen Faktoren. Ich brauche aber einen konkreten Verein, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier direkt mit so einem harten Struggle losgeht, aber irgendwie schaffe ich es schon. Aber jetzt kommen ein paar Vereine zum Ende raus. Bayern, Real Madrid, Barcelona und Manchester United. Na toll, ich brauche aber einen Verein und nicht vier. Jawohl, ich hab's geschafft. ChatGPT nennt mir den Verein FC Bayern München und keinen weiteren. Und so habe ich gefragt nach genau einem Beispiel für einen Verein, mit dem man die Champions League gewinnen kann. Der schreibt jetzt auch immer noch irgendwas zusammen. Das Entscheidende ist aber, er hat mir den FC Bayern genannt. Dann werde ich doch jetzt mal Trainer des FC Bayern. Mit einer sehr speziellen Frisur. Aber es muss ja passen zu diesem sehr speziellen Video. Ich habe auch direkt eine dicke, fette Finanzspritze reingehaut. Dadurch haben wir jetzt ein Transferbudget von 1.125.000.000 Euro. Aber das brauchen wir auch, denn jetzt müssen wir ja noch haufenweise Spieler verpflichten, die alle von der KI bestimmt werden. Da bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt wieder dauert, bis ich ihn dazu einer konkreten Antwort bringe. Wir fangen jetzt einfach mal im Tor an. Da soll er mir zwei richtig gute Keeper nennen, mit denen ich die Champions League gewinnen kann. Ich hoffe wirklich, er kommt mit konkreten Antworten. Zwei Torhüter, die als besonders talentiert und in der Lage sind, einem Verein dabei zu helfen, die Champions League zu gewinnen, sind Manuel Neuer. Den haben wir schon, müssen wir nicht mehr kaufen. Aber wer ist der zweite? Das ist die große Frage, hoffentlich kein teurer. Es ist Alisson Becker, der ist nicht ganz so günstig. Aber er will ja hier Manuel Neuer als Nummer 1 haben. Aber ich möchte jetzt auch nicht so viel Geld für Alisson Becker ausgeben, wenn das eh nur die Nummer 2 ist. Ich frage mal nach zwei weiteren Torhütern. Wir brauchen halt einen älteren, der deshalb auch günstig ist. Aber trotzdem noch krass, Marc-André Ter Stegen? Nee, ich will keine 100 Millionen für einen Ersatzkeeper hinlegen. Ederson, auch zu teuer. Jetzt kommt er einfach mit Buffon daher. Ich habe nach älteren Keepern gefragt, als nächstes Casillas, den gibt es aber ja gar nicht mehr im Spiel, außer als Icon. Aber dann versuchen wir doch mal Buffon zu kaufen mit seinen 44 Jahren als neuen Ersatzkeeper. Es sollte möglich sein. Jawohl, und die akzeptieren direkt bei 800.000 Euro seinen Marktwert. Und somit wird die erste Neuverpflichtung Gianluigi Buffon. Damit hätte ich auch niemals gerechnet. Aber damit haben wir auf alle Fälle eine absolute Legende im Verein. Ja, und keine Sorge übrigens wegen den ganzen anderen Spielern jetzt hier im Verein, die nicht von der KI bestimmt wurden. Die werde ich nachher noch allesamt freigeben, dank der Cheat Engine easy möglich. Machen wir weiter in der Defensive. Frage ich ihn jetzt dabei nach einzelnen Positionen oder direkt nach der kompletten Abwehr? Ich mache mal den Mittelweg. Wir fragen ihn nach Innenverteidigern, weil da brauchen wir eigentlich mindestens 3 Stück. Ich habe jetzt sogar direkt nach 4 gefragt. Erstmal kommt wieder Blabla und jetzt kommen die 4 Innenverteidiger. Und das sind Virgil van Dijk, heilige Scheiße. Aber ich habe ja nach Innenverteidigern gefragt, mit denen man die Champions League gewinnen kann. Das heißt, der nennt mir jetzt nur absolute Maschinen. Und ich glaube, die Daten von der KI sind aus dem Jahr 2021. Das heißt, er wird mir wahrscheinlich vor allem Spieler nennen, die 2021 gut waren. Piqué als nächstes. Den würde man jetzt mittlerweile nicht mehr zu den besten Innenverteidigern zählen. Sergio Ramos vielleicht noch so ein bisschen. Und der vierte wird Marquinhos. Ey, aber wisst ihr was? Ich glaube, es wäre jetzt wieder richtig dumm, einfach alle 4 zu kaufen. Wobei da schon auch ein paar ältere Leute dabei sind. Ja, doch, das sollte schon klar gehen. Piqué gibt es übrigens einfach nicht mehr aktuell in den Kaderdateien. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit 3 Innenverteidigern auskommen. Van Dijk
Dijk und Marquinhos sind schon teuer, aber Ramos ist dafür halt günstig. Ja toll, jetzt geht Jürgen Klopp direkt raus aus den Verhandlungen. Und Marquinhos kann ich jetzt nicht mehr kaufen, weil die keine Alternativen mehr haben. Naja, dann hole ich halt erstmal den nächsten alten Sack mit Sergio Ramos. Wegen Van Dijk muss ich ja jetzt eh eine Woche weiter simulieren. Und dann können wir nochmal bei Marquinhos vorbeischauen. Wobei, warte mal. Jetzt geht's auf einmal doch wieder? Kaum ist Ramos weg, kann ich mit ihm verhandeln. Das ergibt ja mal überhaupt keinen Sinn. Boah, aber ist Marquinhos teuer? Aber man kann es schon auch verstehen. 105 Millionen habe ich ausgegeben für den Brasilianer. Es bleibt uns zum Glück immer noch 1 Milliarde übrig. Das wird aber ganz schnell weniger. Denn jetzt kommt auch noch Van Dijk dazu. Eine Woche später. Das Entscheidende, es war ein Tauschdeal. Denn Klopp wollte unbedingt Thomas Müller haben, von mir aus. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die KI den nachher nicht zurück will. Aber damit steht zumindest schon mal die geforderte Innenverteidigung. Und wir können weitermachen auf den Außenverteidigerpositionen. Und da fragen wir jetzt auch direkt mal nach 4 Spielern. Ich frage mich nur, ob er jetzt 2 Linksverteidiger und 2 Rechtsverteidiger nennt. Oder ob das jetzt alles Rechtsverteidiger werden. Mal schauen, hier sind die 4 Außenverteidiger. Als erstes Trent Alexander-Arnold. Okay. Ist auf alle Fälle ein guter RV. Dann kommt Joshua Kimmich. Den haben wir natürlich schon im Team. Müssen wir also nicht mehr kaufen. Ist aber halt eigentlich kein Rechtsverteidiger. Ich glaube, er kann es in FIFA aber immer noch spielen. Also werde ich den dann umtrainieren. Und was? Marc-André Ter Stegen, der deutsche Außenverteidiger, spielt für Barcelona. Was für deutscher Außenverteidiger? Jetzt einer der besten Außenverteidiger. Bla, bla, bla. Und ich wollte 4 Spieler haben und nicht 3. Und vor allem, wen soll ich denn jetzt links hinten aufstellen? Aber gut, wenn die KI das so haben will, dann trainiere ich jetzt Kimmich zum Linksverteidiger um. Stell den da auch direkt auf. Alexander Arnold kommt natürlich für die rechte Seite. Und dann kaufe ich von mir aus halt auch noch Marc-André Ter Stegen, den alten Außenverteidiger. Und er ist halt wirklich ein Rechtsverteidiger. Ich habe ihn mal eben per Cheat Engine umgewandelt. Der ist jetzt hier auch immer noch bei einer 88er Gesamtstärke. Aber das wird er mit Sicherheit nicht lange bleiben. Nicht umsonst steht da jetzt schon minus 55. Und ihr seht ja auch seine Stats. Der wird jetzt ziemlich schnell runtergehen. Aber vielleicht ist er trotzdem ein ganz nices Backup. Unsere Abwehr steht jetzt auf alle Fälle. Wir können weitermachen mit dem Mittelfeld. Und ja, ein starkes Mittelfeld kann eine wichtige Rolle beim Erfolg eines Vereins in der UEFA Champions League spielen. Das ist uns alles klar. Oh, und jetzt fängt er an mit Kevin De Bruyne, Luka Modric. Der ist zum Glück auch einigermaßen günstig. Aber das hört sich nach einem brauchbaren Mittelfeld an. N'Golo Kanté als nächstes. Ich habe ihn diesmal nicht nach einer bestimmten Anzahl gefragt. Also mal schauen, wie viele Spieler er jetzt insgesamt raushaut. Paulo Dybala, das ist jetzt ein bisschen random. Und dann hört er mittendrin auf mit der Antwort. Deshalb habe ich ihn das jetzt nochmal neu schreiben lassen. Er ist wieder abgebrochen. Diesmal kam aber nichts von Kanté, sondern Christian Eriksen. 4 Mittelfeldspieler ist aber immer noch ein bisschen wenig. Deshalb frage ich ihn nach mehr Spielern, aber ohne Beschreibung. Jawohl, und so will ich das sehen. Bruno Fernandes, Frankie de Jong, N'Golo Kanté, Casemiro, Marquinhos. Kein Mittelfeldspieler, aber gut. Gündogan, Toni Kroos, Thiago, heilige Scheiße, wie viele werden denn das? Und dann noch Thomas Müller. Den habe ich doch vorhin erst abgegeben. Hier ist jetzt auf alle Fälle mal die komplette Liste der Spieler, die von der KI gerne verpflichtet werden wollen. Oder nee, die KI gerne verpflichten will. Ich kann aber unmöglich alle davon holen. Und deshalb würde ich sagen, wir nehmen einfach nur die ersten 6 Spieler. Weil ich denke mal, die Spieler, die KI als erstes nennt, will sie auch am ehesten haben. Ich werde den Rest aber auf alle Fälle auf der Wunschliste lassen. Dann holen wir die, falls wir später doch noch Spieler brauchen sollten. Die besten 6 Kandidaten sind jetzt auf alle Fälle allesamt verpflichtet. Es war teilweise nicht ganz einfach, hat schlussendlich aber überall geklappt. Dadurch kann sich die Mannschaft halt jetzt schon echt sehen lassen. Die Abwehr, des Mittelfelds. Was jetzt noch fehlt, sind die Angreifer. Und da wird es wahrscheinlich nochmal richtig teuer. Ist halt die Frage, ob uns da die 412 Millionen Euro reichen. Müssen wir vielleicht dann ein paar Kompromisse eingehen. Mal schauen. Wir fragen ihn wieder nach einer Version ohne Beschreibung, weil das gerade so gut funktioniert hat. Und der erste Angreifer ist Robert Lewandowski, Harry Kane, Erling Haaland, Mohamed Salah, Kylian Mbappé. Im besten Fall holen wir da auch wieder 6 Spieler. Dann haben wir da einen kompletten Kader. Der haut da wirklich die Creme de la Creme raus. Aguero hat zum Beispiel seine Karriere mittlerweile schon beendet. Ich würde sagen, wir machen es wieder von oben nach unten. Sind vielleicht ein bisschen viele Mittelstürmer dann. Aber gut, ich werde halt holen, wen ich kriegen kann von den Kandidaten. Von oben nach unten wieder. Und den Vertrag von Sadio Mané werde ich dann auf alle Fälle nicht auflösen, weil der war ja auch mit dabei in der Liste. Los geht's mit der Rückholaktion von Robert Lewandowski. Von dem denkt die KI ja sowieso noch, dass er bei Bayern spielen würde. 105 Millionen habe ich halt hingelegt. Schon langsam geht uns wirklich das Geld aus. Vor allem, der will ja noch, dass ich Kane hole, Haaland, Salah, Mbappé. Das wird nicht klappen. Für Harry Kane reicht das Geld zumindest mal noch. Bei Erling Haaland hört es jetzt allerdings auf. Die wollen über 200 Millionen für denen. Wir können maximal noch 160 ausgeben. Mbappé ist auch auf gar keinen Fall drin. Neymar lässt sich aber schon eher umsetzen. Ich bezahle also knapp über 100 Millionen.
Millionen Euro für den Brasilianer. Und jetzt läuft hier einfach Neymar im Bayern-Trikot rum. Das ist ja auch gerade voll die seltene Cutscene, ne? Die sieht man echt nicht so oft. Ja, aber jetzt haben wir halt nur noch 58 Mille. Salah können wir uns nicht leisten. Mbappé auch nicht. Messi, den wollen die gerade nicht verkaufen. Was zur Hölle? Aber Cristiano Ronaldo ist noch drin. Ja, komm, wird doch nichts mit Al-Nassr. Er kommt stattdessen zum FC Bayern. Die KI wollte es schließlich so. Habe ich nochmal 35 Millionen hingelegt. Damit sind noch 15 übrig. Und ich glaube nicht, dass irgendein Spieler von unserer Wunschliste so wenig wert ist. Vielleicht Wijnaldum, aber der ist gerade ausgeliehen. Alles klar. Ja, damit steht jetzt unser Team. Ich muss nur noch die Startaufstellung anpassen und haufenweise Spieler freigeben. Die große Frage ist auch, wen ich rechts außen aufstelle. Weil wir haben halt eigentlich niemanden für die Position. Ich meine, schlussendlich wird es eh der automatische Trainer bestimmen, weil ich dann ja ordentlich in die Kalendersimulation reingehe. Ich packe jetzt einfach mal die Baller dahin. Den kann man bestimmt easy zum rechten Flügel umformen, wenn man möchte. Also ist das jetzt erstmal unsere Startelf. Und jetzt geht das große Spielerfreigeben los. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht die falschen Leute freigebe. Buffon, Neuer im Tor, das passt. Davies kann weg. Marquinhos, Van Dijk müssen hier bleiben. Ramos, Trent, Ter Stegen, Kimmich, Kanté, De Bruyne, Modric, Eriksen, Fernandes. Also weg mit Grafenberg. Ah, Musiala muss ich freigeben. Das tut natürlich weh. Der Einzige, der noch hier bleiben darf, ist Sadio Mané von den ursprünglichen Bayern-Spielern. Ja, und damit ist der Kader jetzt endgültig ready. Die KI hat mein Karrieremodus-Team bestimmt und so sieht es aus. Von der Spieleranzahl her passt es auch. Wir haben immerhin einen Reservespieler. Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt Kane sein muss, aber das wird jetzt eh der automatische Trainer festlegen. Denn wir werden jetzt eine komplette Saison simulieren mit dieser Mannschaft und ich bin mal extrem gespannt, wo die landen wird. Ich habe ja von der KI immer gefordert, sie soll mein Team basteln, was easy die Champions League gewinnen kann. Von daher ist das logischerweise das Ziel jetzt. Wir finden gemeinsam heraus, ob die KI gute Entscheidungen getroffen hat. Wie gut schneidet also eine KI im FIFA 23 Karrieremodus ab? Der Daumen links oben zeigt nach unten, aber das heißt überhaupt nichts. Der Nachteil von der Mannschaft ist natürlich, dass viele davon schlechter geworden sind. Und ich bin auch mal gespannt, wie viele Einsätze Marc-André Ter Stegen bekommen hat, nachdem ich ihn ja umgeformt habe. Jetzt aber erstmal rein in die Tabelle und da sehen wir direkt, die KI war im Champions League Finale, hat 90 Punkte in der Meisterschaft geholt. Das ist sehr, sehr stark. Aber gut, dass der FC Bayern deutscher Meister wird, ist jetzt an sich keine so große Leistung im DFB-Pokal, ist man einfach in Runde 2 gegen Stuttgart rausgeflogen. Das tut weh, ja, und in der Champions League, wie angekündigt, beziehungsweise wie schon gesehen, da ist man weit gekommen bis ins Finale, aber da wurde gegen Manchester City verloren. Das ist eine ordentliche Leistung, aber jetzt halt nichts richtig Krasses. Und das, obwohl man sagen muss, die Mannschaft ist schon richtig gut eigentlich, die KI da zusammengestellt hat. Aber ich habe ja auch noch Spielern gefragt, die Champions League holen können. Ramos hat jetzt noch eine 78, der Stegen ist beinahe 37. Als Rechtsverteidiger. Wie viele Einsätze hat er bekommen? Marc-André Ter Stegen hat 17 Mal gespielt. Was zur Hölle? Der hat 17 Mal gespielt mit seiner 37 als Außenverteidiger. Also das ist absolut heftig. Hier seht ihr auch generell mal so die Einsatzzeiten. Ramos hat jetzt nicht so viel gespielt, aber das war zu erwarten. Eriksen mit 12 Einsätzen. Die Baller nur 4 Mal gespielt. Krass, Ronaldo nur 3 Mal. Aber gut, auf der Stürmerposition hat man auch ziemlich gute Leute. Die meisten Tore kamen von Ney. Der sich sogar verbessert hat. 22 Tore Kane, 21 Mané, 16 von Lewandowski. Das kennen wir von ihm im Bayern-Trikot deutlich besser. Alles in allem fand ich, war das echt ein mega interessantes Video. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Dann haut gerne einen Daumen rein, damit das Video mehr Leuten angezeigt wird. Schreibt mir, wie gesagt, eure Team- und vor allem Spielervorschläge in die Kommentare rein für mein nächstes Video in die Richtung. Das müssen jetzt auch nicht zwingend Spieler sein, mit denen ich die Champions League gewinne. Das kann auch ein total beschissenes Team werden. Das bleibt euch überlassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Fröhlicher. Ich hatte diese Videoidee und ich musste sie einfach umsetzen. Ich hatte so interessiert, was die KI da zusammenbasteln wird. Und ich finde, es ist ein rundes Video bei rausgekommen. Aber schreibt mal gerne, wie ihr es fandet, vielleicht was man noch besser machen kann. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein Video in die Richtung gemacht habe. Da ist klar, dass es noch nicht perfekt ist.